Ich hatte zwei Omas, die eine kam aus der Froschmühle, aus einem kleinen Dorf. Und die andere Oma, ja, mein Vater, der kam dann, der hatte gefreit mit der mit Froschmühle-Entchen. Und der kam aus dem Thüringer Hof und dann sagten das Thüringer Josef. Das war eine Gaststätte, eine Schlagerei, wie es da war, eine Tänzerei und Kegelbahn und von alles so bei. Und auch ein Fremdenzimmer. Und so gingen wir. Oma sagten wir dann, Opa war nach dem Thüringer Hof als Kinder. Da mussten wir über Lindeibeck. Und das war für uns ein ganz großes Abenteuer. Und dann, ja, dann, wenn wir reinkamen, dann sagte Opa Johannes, der sagte, holt euch erstmal eine Brause. Aber der Keller, der war die, ja, da war ein großes Gewölbe, war das. Und da hatten wir alle ein bisschen Angst. Da ging eine große Steintreppe runter. Ne? Und ja, aber wir hatten auch gerne eine Brause. Das und ja, und da gab es auch Wurst und alles. Ne? Da gingen wir gerne gern hin. Ja. Denn einmal hatten die im Monat Grotfest. Da kann ich mich noch als Kind erinnern. Denn da kam ein Hund, wurde ein Hund geschlachtet. Und der wurde gebacken. Und da kam noch Konjak und alles, der wurde ganz lecker gebacken. Und da kam die ganze Prominenz, die Doktors, Bürgermeister, Zahnärzte, alles, was im Umkreis wohnte. Und dann standen sie rundherum. Und dann sagten sie alle, huff, huff. Und dann werden sie essen. Denn in der Zeit war das einzige gute Mittel gegen TBC krank. Und das herrschte dann noch. Das war Hundefett, das war Anti im Blut, ne? Anti-TBC. Ja. Da komme ich noch drauf zurück, auf meine Großmutter aus der Froschmühle. Und der Nachbar war krank. Und dann hat es nachts, das morgens sagte, der U hat gerufen. Der flog hier über die Häuser weg und er hat gerufen. Und wenn er über die Häuser fliegt, dann sagt er, komm mit, komm mit, komm mit. Und dann nimmt er die Seele mit. Irgendeine Seele nimmt er mit. Und den anderen Morgen war der Nachbar gestorben. Und so haben wir jedes Mal an geglaubt. Das ganze Dorf glaubte, wenn der U läuft. Und meistens ist er gewesen. Ne? Wenn Gewitter war, dann müssen wir alle mitten in der Nacht auf, denn die Gewitter, die waren da ganz heftig. Und dann dümmert es und die blieben an den Bergen hangen. Da mussten wir alle aufstehen und dann gingen wir in den Keller, den Rosenkranz beten. Bis der letzte Donner und der letzte Blitz weg war, dann konnten wir wieder ins Bett kommen. Wir hatten keine Ahnung. Wir gingen uns morgens aufs Feld und dann mussten wir über die Bahngleise weg. Und da stand ein guter Güterzug und dann hörten wir Menschen heulen drin. Und da flogen wir, was ist. Und sie hatten so Hunger, wir gaben noch das Brot. Und da kamen die deutschen Soldaten und sagten, macht, dass ihr schnell wegkommt, so stecken wir euch dazwischen und dann geht ihr mit nach dem Lager, sagten sie mal. Im Krieg, sagen wir, da war in Nordhausen, da war das V-Werk. Und da sahen wir, wie es abends die VW-Waffen nach England geschossen wurden. Das war ein Schub, ja. Dann will ich erzählen, wie der Krieg zu Ende ging. Das war so. Wir sind erst bei den Amerikanern gewesen. Die Amerikaner kamen rein. Und die Bahnhofstraße, die war los vom Dorf. Und da waren die Häuser und da liefen die Züge. Und da setzten die Straßen ab. Und da kam der große Denks auf den Hof. Und wir liefen in Düsseldorf in die Schule. Über Dach konnten wir den Bauernhof versorgen. Und ja, die Amerikaner, ich denke, die sind nur so in 6 Wochen gewesen. Und eines schönen Tages sagte wir, gehen weg und kommt ihr mit. Wir wussten nicht, was zu tun war. Und des eines Morgens gingen alle Panzer weg und des Abends kamen die Russen an. Mit Pferdewagen. Und ja, die zogen bei uns durch. Und ich denke, 25 Kilometer weiter setzte die Grenze auf. Dus wir saßen direkt, sag mal, was später der Eiserne Vorhang wurde. Ne? Ja, so sind wir besetzt worden, ja. Und wir Mädchen, ja, wir waren damals 18 und 17, wir haben den Bauernhof mit Kühen bewirtschaftet, denn der Vater, der hat uns noch als Soldaten eingezogen. Der saß in der Ostpreußen in Gefangenschaft. Die Amerikaner waren aus dem Haus raus
Und da kriegten wir die Russen, drei Russen, oben in ein Zimmer. Und wir denken, wir konnten nicht sprechen mit sie, dass die echt primitiv aus Sibirien kam. Die ging es morgens, da liegt bei uns die Wimper, und dann gingen sie sich waschen und dann tranken sie auch und putzten die Zähne mit. Und dann hatten sie im gewohnten Tuch und da hatten sie Brot und Wurst drin. Ja, das war doch ein ganz Unterschied, die Amis und die Russen. Und so sind wir besetzt worden. Ja, und die waren so primitiv. Bei uns in Nordhausen ist eine Schnapsfabrik, da tranken sie 10 Schnaps, lagen sie besoffen in der Ecke. Sie gingen aufs Klo und ja, dann duschen sie sich und wollten sie was waschen, dann trugen sie, da war das Wasser weg. Und sie konnten nicht begreifen, dass wir Licht außen aus der Mauer hatten. Wasser und Licht aus der Mauer. Ja, da kam noch meine in der DDR. Und da ging der Bernd der Rote durch unser Dörfchen und da kam die eine Frau an. Rita, Rita, bist du übers große Wasser gefahren? Wie hast du denn das gemacht? Die hat natürlich gedacht, die kommen aus Amerika. Weiß, Holland lag vor der Vortür. Na, ich muss immer an denken, wir hatten früher eine alte Lehrerin. Und die sang dann, wenn Gott will rechte Kunst erweisen, dann schickt er eine weite Welt.